Hallo liebe Siedler, in diesem Video geht es um das große Fettlazarett, das es im Sommer-Event als neues Gebäude zum Kaufen gab. Fertig ausgebaut sieht das hier mal so aus. Die Ausbaustufen, die Kosten, das kann man hier eben nachlesen. Hier sind die Ausbaukosten und hier sind die jeweiligen Kosten für die Stufe, die man aktivieren möchte. Wir schauen uns das jetzt hier mal an. Die ersten drei Stufen, das wären die Basisgesundheit. Und die heilt, da sieht man dann hier Rekruten, Bogenschützen, Miliz und Reiter. Also das wäre dann in die einfache Kaserne. Rekruten, Bogenschützen, Milizen und Reiter. Das wird hier da wären hier eben 3%, wenn ich 2 nehme, eben 6% und wenn ich 3 nehme, sind es eben 9%, die hier wieder zum Leben erweckt werden. Man hat auch eine 7%ige Chance einer Wiederbelebung der Generäle. Ist aber nicht stapelbar, wenn ein General im Talentbaum schon ein extra Leben hat, wie hier zum Beispiel, kann ich das zeigen, beim jungen Zwilling, wenn ich hier auf Talente gehe, sieht man, also das ist hier gemeint mit diesem extra Leben. Wie das jetzt bei der Geistergenerälin ist, das wäre noch recht zu testen, denn die Geistergenerälin hat ja automatisch 2 Leben. So, wir haben es nicht hier im Talentebaum. Es wird aber hier speziell gesagt, dass es eben nicht stapelbar ist. Ich weiß nicht, ob es hier auch irgendwo steht. Aber in dem großen Text steht es eben dabei, ist eben nicht mit Talent extra Leben stapelweise, wird es nur um dieses Talent gehen. So, dann schauen wir uns das jetzt an. Also, die ersten drei beleben Rekruten, Bogenschützen und Miliz. So, dann haben wir die nächsten, die gehobene. Hier wären eben dann die Langbogenschützen, Soldaten, Armbrust und Kanonier. Die Elite-Soldaten eben nicht, aber Soldaten, Armbrustschützen und Kanonier. Mehr ist da jetzt auch nicht, das schauen wir uns jetzt an. Und hier eben wieder die prozentuelle 3%, 6% und 9%. Ich möchte jetzt nur noch einmal schauen. Elite-Soldaten sind, glaube ich, hier auch nicht dabei. Langbogenschützen, Soldaten, Armbrust und Kanonier. Also die ohne Elite-Soldaten, die sind hier nicht dabei. Und dann haben wir hier im Premium, hier gehen wir dann auch zur Elite-Kaserne und hier wären dann eben auch alle. Hier sind, glaube ich, alle betroffen. Schauen wir mal kurz. Das wären Schwertkämpfer, berittene Schwertkämpfer, Ritter, Scharfschützen, gepanzerte Scharfschützen, berittene Scharfschützen und belagerte. Also sind alle Schwertkämpfer. Berittener Schwertkämpfer, dann haben wir hier Ritter, dann haben wir hier die Scharfschützen, dann haben wir hier gepanzerte Scharfschütze, dann haben wir berittene Scharfschütze und Belagerer. Hier wird jetzt alles mit reingenommen und auch wieder 3%, die 6% und die 9% und hier auch wieder Generäle haben eine Chance von 19%. Sofort geheilt zu werden. So, nun einmal dazu. Hier sieht man dann auch immer die Kosten. Das ist eh alles vollkommen gut jetzt aufgegliedert hier. Bevor man das AD startet, sollte man dann eben hier das starten. Denn nur wenn diese Zonenförderung schon läuft, wirkt das auch auf das AD. Also zuerst die Zoneneffekt starten,
Und dann erst das AD, das ist, glaube ich, auch beim, ist, glaube ich, überall so, ist, glaube ich, auch beim Spähposten ist das auch so, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da gilt es ja auch so, man muss zuerst den Spähposten eben aktivieren und dann erst das AD, sonst zählt das nicht. Ja. So, wir werden das jetzt einfach testen und zwar teste ich das mit dem jungen Holzfäller, ein paar Lager und wir werden uns dann, werden das dann vergleichen, ob das was gezählt hat. Ich werde das jetzt mal hier aktivieren. Ich nehme hier gleich das Größte, diese 9%. Und mache ich das zuerst so, weil ich habe das AD schon gestartet. Dann werde ich das jetzt einmal ohne dem Feldlazarett testen und dann mit dem Feldlazarett die gleichen Generäle und die gleiche Einheiten. So. Und wir sehen uns dann wieder. Hier im Talentebaum möchte ich noch was sagen. Man hat ja auch hier die erste Hilfe, stellt 9% der verlorenen Einheiten nach jedem Kampf wieder her. Also wenn man hier das in den Talentebaum auch aktiviert hat, dann prägt sich das natürlich auch ein wenig aus. Bei mir ist es jetzt so, ich teste das jetzt mit lauter Geistergenerälen, weil hier habe ich so in etwa, glaube ich, alle gleich geskillt. Und ich habe auch hier überall die erste Hilfe dabei. Ja. Nicht, dass das dann irgendwie das Ergebnis vielleicht verfälscht, denn der stellt ja auch schon nach jedem Kampf 9% her. Und dann habe ich ja dann hier eigentlich auch dann noch, wenn ich jetzt den Holzfäller spiele und das hier auf 9 gebe, habe ich ja hier auch 9%, wird mir hier ja auch wieder hergestellt, ja. Das werden wir dann gut vergleichen können. Wenn jetzt hier das Feldlazarett aktivieren und zwar die Stufe 3 mit 9%. Und das läuft jetzt dann eben 6 Stunden. Klingzeit haben wir hier eben jetzt die 12 Stunden. Ein Gebäude mit jedem weiteren Gebäude wird auch hier die Abklingzeit verringert. So. Bitte mal schauen, wo das mit den 6 Stunden steht. Hält für 6 Stunden. So, jetzt haben wir einmal das aktiviert. Das kann man dann hier herum im Stern nicht sehen. Habe ich es jetzt eigentlich aktiviert? Aber jetzt. Jetzt muss es auch hier im Stern sein. Und hier ist es. Hier sieht man dann auch noch einmal den Tooltip und auch die Zeit. Das funktioniert hier wunderbar. Und wir starten das AD. Und wir sehen uns dann gleich auf der Insel. Wo haben wir denn? So, und jetzt sieht man schon hier oben, Premium Gesundheit ist aktiviert. So, bestückt sind die nun jeweils hier mit 100. Dann kann man das auch schön rechnen. Und ich habe jetzt nicht, denke jetzt nicht viel, ich teste das jetzt einfach
wie viel man hier dann eben gut geschrieben bekommt mit Lazarett und so, man sieht jetzt hier sind wieder 8 und 3, wenn ich jetzt hier auf den ersten Kampf gehe, mir den anschaue. Keiner da. So. Also hier habe ich 100 verloren, aber habe 38 wieder bekommen. Hier habe ich auch 100 verloren und 38 wieder bekommen. Und hier habe ich auch 100 verloren und 38 wieder bekommen. So. So, hier haben wir es jetzt. Ohne Lazarett. Das tun wir da weg. So. Und noch einmal das gleiche. Das ist schon weniger Sinn. Hier haben wir vorhin eben die 29, 29 und hier jetzt 20. Davor hatten wir 38, 38 und man sieht schon, dass es jetzt weniger wird. Ja. War ja vorher die Belagerung herin. Die Belagerung, sage ich. Gepanzerte Scharfschütze. Und die haben wir eben noch 29 zurückbekommen. Hier haben wir jetzt auch 29. Also man sieht, es ist schon um einiges weniger. Und wenn man dann das Ganze jetzt so durchspielt, kommt da schon einiges zusammen, was hier gut geschrieben wird, ja. So, und hier sieht man dann jetzt eben also 29, 29, 29, 29, 29, also man sieht, es sind 9 Einheiten pro Kampf weniger, ja. Also, da merkt man dann schon, dieses Feldlazarett, wenn man sehr viele Einheiten hat, da passiert schon vieles, ja. Ich habe es jetzt hier nur mit 100 gemacht. Wenn man mehr Einheiten verliert pro Kampf, ist auch die Heilung höher, weil ja auch 9% von 200 oder 250 mehr ist als von 100. So, na gut, einmal dazu.